Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram. Ja, und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Kaiser im Jungle. Scheint mir bisher noch kein Glück zu bringen, aber ich werde wieder mein Bestes versuchen und es muss ja mal klappen, die Stats. Und das Spielerische waren, glaube ich, gut. Und jetzt müssen nur noch die Siege her. Ich weiß nicht, wie ich mit Kaiser stehe, aber ich glaube nur 3-3 oder so. Und das soll natürlich jetzt besser werden. Des Weiteren bei mir im Team Yorick auf der Toplane. Dann ein Zed auf der Midlane. Twitch als ADC und Rakan Support. Im Gegnerteam haben wir Gragas auf der Toplane. Dann Wukong im Jungle, Yasuo auf der Midlane. Jhin als ADC und Lulu Support. Wollen wir mal gucken, was hier so geht. Wie, drei Mann Invade oder was? Naja. Bisschen mit denen gespielt. Mehr war jetzt noch nicht drin. Und let's go. So, mal runter gleich zur Krabbe gucken. Gegen Wukong will ich im Early natürlich nicht kämpfen. Mitte, ja, so gegen Zed. Okay, hat wenigstens schon mal ganz gut kassiert. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass mich der Wu nicht catcht. Diese Haut ist zum Überleben gemacht. Und mein Instinkt macht sie nur noch besser. Damit, aber First Blood für Yasuo. Ja, an Gragas Schaden zu machen ist im Early nicht so leicht. Ups. Falsche Minion getroffen. Na gut, zwei Ganks ausgeführt, kam nicht so wirklich viel bei rum, aber ich hoffe mal, es hat was gebracht. Bleib in Bewegung und du lebst länger. So. Bisschen leveln muss ich jetzt natürlich aber auch mal. Oh, wer war denn da? Wir bestimmen Widerstand.
Turms. Ich bin gut, sagt sie. Doch die Jagd bleibt gleich. Wer überleben will, hält nie inne. Die Leere weiß das auch. So, Stufe 5. Nutze ihre Fehler aus. Mal ein Pinkwort. Dachte ich mir, dass er da kommt. Ja, ich weiß, dass er da ist. Ich kann hier etwas bewirken. Hier bestimmt nicht zu einem Wukong in den Dschungel. Nee, im Gegenteil, ich gehe erstmal Base. Oh oh. Nee, das war's mit Z. Ich werde hier etwas bewirken. So, und ich gehe erstmal auf Angriffstempo. Da ist er, der Boom. Zeigt sich absichtlich. Jawohl, er hatten. Und der Red Buff ab. Sie werden kommen. Und wir sind bereit. Ich bin für all die zurückgekehrt, die es nicht konnten. Und wieder Base. Dann sollen wir mal gucken, ob wir hier nicht mal irgendwo was anstellen können. Sie sollten auf mich hören. Ich kann Ihnen bessere Möglichkeiten zeigen. Jawohl, ja, so wird sich dann ein Kill. So,
Und dann haben wir gemeinsam erstmal den Tower geholt. Ich muss mich kurz ausruhen. Oh, risky. Risky. Ich habe die Leere überlebt. Und mich dem Tod wieder. Ich wollte die So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihm nicht mal helfen können, ja? So, geht doch. Was geht denn da jetzt ab? Ich komme gleich wieder. So. Lehrenregel Nummer 1. Lehrenregel Nummer 1. Nicht sterben. Das ist eine sehr gute Regel. Oh, da hat sich doch richtig gelohnt hier. So, erstmal eine Krabbe holen. Boah, ist ausgewichen. Die Dodge-Krabbe. Liebe, Angst. Egal wie man es nennt. Der Selbsterhaltungstrieb motiviert am meisten. So, ein bisschen Gas machen. Bei der Jagd richtet sich der Antrieb nach mir. Ab einem bestimmten Punkt ist Kesa richtig geil. Und so langsam komme ich da schon hin. Und lasst mich noch ein Rad mitnehmen. Erstmal gucken, wie der Kampf da ausgeht. Das dachte ich mir nämlich. Jetzt einen Herold anzufangen. So. Mal sehen, ob ich da noch irgendwie mitmischen kann. Ah! Okay, mein Flash stehen konnte ich mir jetzt sparen. Unser Gebiet schützen, ihres angreifen. Ich hab meine Augen gern überall. Dieser Geruch, den ich nicht.
und jagt mit mir. Shit. Füttere das Monster. Oder du endest selbst das Monster. Oh, nice. Die Jagd geht gleich weiter. So, und das reicht fürs Blade. Dort unten hatte ich nur das Nichts. Aber ich war nie allein. Erinnerungen trösten wie enge Freunde. Jawohl. Nummer 3. So, dann holen wir auch gleich nochmal den Herold raus. Entwickelt sich auf jeden Fall zu einem meiner Lieblings-Champs. So, einen Tower haben wir wenigstens gekriegt. Lassen wir sie zu uns kommen. So, Krabbe aufpassen hier. Haben wir sie schon? So, wir marschieren hier einfach durch. Stört gar keinen. Wir bestimmen die Richtung. Na komm, jetzt gehen wir mal. So, das läuft doch richtig, richtig gut. 15-7 Führung mittlerweile. Omas. Da. Sei wachsam. Sei aggressiv. Sehen, was sich da alles tut.
Ja, Jorik ist so ein typischer Singleplayer. Oh. So, und ich glaube, das Game haben wir jetzt schon gewonnen. Doch, doch, das sieht doch schon mal richtig geil aus. Da kommt noch eine Djinn-Ult, die ist natürlich nur noch Verzweiflung. Und super schnelles Game, super Win eingefahren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.